So, okay. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir ob wir Kapitel 10 abgeschlossen kriegen. So, das wollte ich sagen. Ich denke mal, das sollte kein großes Problem darstellen. Aus dem Grund, wir sind halt massivst overpowered. So, ich denke mal hier durch. Nee? Von hier sind wir gekommen. Wie es aussieht. Hey, na. Und man hat selbst einen Mobul einfach so zerschnetzelt. Das ist, okay. Kiste. Materia der Sterne. Was? Was bist du? Materia der Sch Ende der Göttinnen Materia. Okay. Was auch mal. Oh. E-Mails. Haben wir welche? Nein, okay. Sind nur Tipps. Na gut. Tipps kann ich verzichten. So, hier lange? Ja, gut. Okay. Loveless, Akt 3. Des Krieges wirren täglich mehr, der Weltenende nahte. Der Gefangene zog fort erneut. Zurück ließ er sein angetraut. Denn Hoffnung auf das Glück ihn trieb, den Schwur zu halten, war ihm lieb. Und auch wenn die zwei Liebenden sich kein Versprechen gaben, in ihren Herzen flammte Licht, sich einst zurückzuhaben. Okay, meinetwegen. Ja. So, ich würde schön. Ist eine Art Steuerkonsole? Auf dem Sockel sind 7 Vertiefungen. Spende der Göttin Materia soll ein Weg sich öffnen. Okay, 7 Stücke. Pui. 4 beim Abgrund der Entscheidung, 3 beim See des Vergessens. Okay. Das ist Portal des Abschieds. Okay, wir gehen erstmal zum letzten Gebiet zurück. Zum Abgrund der Entscheidung. Hier hatten wir definitiv eine her, wahrscheinlich 2. Ja. So, hier war eine. Ja, da bleiben die offenen Kisten nicht da. Loveless, Akt 1.
Das unergründliche Geheimnis, der Göttin kostbarstes Geschenk. Es suchen, zogen fort drei Männer, doch Krieg ihr Schicksal anders lenkt. Der erste ward ein Held umjubelt, der zweite streifte frei durchs Land, der dritte aber ward gefangen, durch seine Feinde grausam Hand. Und doch die Bande ihrer Herzen, sie leben fort in einem Schwur, zu finden einst der Göttin Gabe, des Rätsels wahrhaftige Natur. Museum des Vergessens. Ich bin der Meinung, hier waren wir noch nicht. Das heißt, hier gibt es drei Stück. Eins. Oh. Ah, guck an. Activating Combat Mode. Conflict resolved. Tot. Hm. Okay. Whatever. Ich vermute mal, die muss ich alle erledigen. Ich meine, stört mich halt nicht so. Zwei. Activating Combat Mode. Oh. Conflict resolved. Der hatte physische Resistenz. Nicht, dass mich das irgendwie gejuckt hätte, ne? So. Letzte Materia. Kisten sehen wir hier keine. Hier ist halt nochmal so ein Licht. Marco? 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 Oh. Okay. Weiter hat er dazu nichts zu sagen, offenbar. Wo ist die letzte Kiste hier? Right? Right. Okay. Hier können wir jetzt raus. Dann hier im Abgrund der Entscheidung noch zwei Stück einsammeln. Da ist eine. Okay. Oh. Hallöchen. Activating Combat Mode. Fragt sich jetzt halt, wie stark ist der da? Oben hier ist. Ist hier ein Tunnel gegraben worden? Ein großer Tunnel. In einen anderen Zellenblock. Okay. Hier kommen wir nicht raus. I see. Okay. Hier irgendwas Interessantes? Ja, da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste.
Nicht Missionen. Ich wollte einmal eine Runde speichern. Loveless, Akt 2. Dem Gefangenen gelingt die Flucht, doch wird er schwer verletzt. Eine Frau aus Feindesreihen ist's, die unverhofft ihn pflegt und schätzt. In trauter Abgeschiedenheit beginnt ein neues Leben. Ihr Glück scheint ewig, immer fort. Wonach noch sollte er streben? Doch wie die selige Zeit verstreicht, ein alter Schwur ihn Reue heißt. Okay. Und Schlüssel. Schade, den haben wir noch nicht, ja? Aber gucken wir mal. Du landest auch in einer Zelle. Ja, schade, Mann. Können wir hier also gerade noch nichts weitermachen? Mal gucken, ob wir da noch einen Schlüssel für finden. Ob wir da womöglich zwingend gegen kämpfen müssen. Gegen den Behemoth. So. Materie des Himmels. Und hier die letzte. Materia der Erde. Sehr schön. Können wir hier wieder hoch. Und wieder zu diesem Schaltpult rennen. Yay. So. Bitte schön, alle sieben. Oh, hi now. Okay, ja, es ist ein bisschen lächerlich. Es ist ein bisschen lächerlich, jetzt hier gegen die Hauptmissionsgegner zu kämpfen. Aber hey, so ist das manchmal. Sicher wartet Genesis hier irgendwo auf mich. Da verwende ich mein Schwert drauf. Bereit für den Entscheidungskampf. Echt jetzt? Letzter Kampf? Okay, meinetwegen. Machen wir. Kein Ding. Meine Seele von Rache besessen. Durch Qualen ans Ende der Reise gekommen. Es verheißt mir Erlösung. Du bist spät dran. Mal wieder Loveless. Du bist in die Fußstapfen Angeles getreten. Und trägst einen Teil Sephiroths in dir. Auf diese Weise sind die drei Freunde wieder vereint. Und Loveless ist zu neuem Leben erwacht. Nein, komm zu dir, Genesis. Wenn uns der Kampf der Bestien die Welt zum Ende neigt. Ich bin gekommen, um dir zu helfen. Vom dämmergrauen Himmel herab die Göttin steigt.
Sie spreizt weit ihre Schwingen aus Licht und Finsternis und führt uns zum Glück, dem Geschenk, das ewig ist. Was ist das? Das Geschenk der Göttin. Eine himmlische Gabe, die man nur in Banora findet. Ich dachte, die Zellen wären das Geschenk. Es gibt verschiedene Interpretationen. Na, ich verstehe das nicht. Das Sinnieren über das Geheimnis selbst ist ein Geschenk. Wir alle werden eins mit dem Lebensstrom. Auch du bildest keine Ausnahme. Der Planet ist zu meinem Beschützer geworden. Das ist sehr viel, Marco. Sprich weiter. Lass dich nicht überwinden. Du bist kein Monster. Du bist einer von uns. Verdammt seist du. Okay. Zu weit vom Gegner entfernt, ey. Okay, dann klopfen wir hier ein bisschen auf die Materia ein. Kein Ding. Zack. Phase 1 erledigt. Offensichtlich. Meine Seele ist von Rache besessen. Durch Qualen ans Ende der Reise gekommen. Es verheißt mir Erlösung. Und dir das ewige Vergessen. Das ist etwa, du wusstest von Anfang an. Stell dich dem Kampf. Rang 1 Soldat, Zack. Warum müssen wir alle mal was aufdrücken? Ist halt schon ein bisschen lächerlich. Ich habe nicht mal mein Schwert gebraucht. Ich habe zweimal mit der linken Hand zugeschlagen, das war's. Naja.
Tja. Angriffen Hilfe von ihm da. Squad! 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 Das hat wunderbar gerade reingepasst. Danke. Ein Dummapfel. Und noch einer. よし、一緒に行こう。本物じゃなくて悪いけどな。うまいか。あ。女神の贈り物か。Das Geschenk der Göttin. このリンゴは? Dieser Apfel? Der Traum ist wahr geworden. Person Nummer 1 ist zum Lebensstrom zurückgekehrt. Das Angel-Monster kehrt auch zum Lebensstrom zurück. Genki desu ka? Doko ni imasu ka? Are kara 4 nen desu. Soshite kono tegami wa 89 tsu me. Demo mou dasu ate ga arimasen. 最後の手紙はあなたに届きますように。ザックス、お花は売れ行き好調です。みんな笑顔になります。ザックスのおかげだね。エアリス。4年って。 4 Jahre. Was meinst du damit, Letzter? Die Frage ist auch, wie lang ist dieser letzte Brief jetzt schon her?
Aerith, warte auf mich. Und du schaffst es auch, hörst du? Muss ja eine wichtige Angelegenheit sein, dass sie gleich uns beide schicken. Angeblich soll das Objekt unser Bruder werden. Ist dem so? Doch wird er sich seinem Schicksal willens fügen. Und wenn der Morgen auch ohne Hoffnung war, nichts wird verhindern meine Wiederkehr. Der einst bin ich der Tau. Ich lösche den Durst der Erde, färbe den Himmel blau, fülle auf das Meer. So bringe ich dir dies stille Opfer dar. Schnee, die Armee macht mobil. Finde jetzt hier, Verstanden. Ich will sie lebend, hörst du? Du wirst Zacks Leben retten. Natürlich. Ich habe ihm doch noch gar nicht meinen richtigen Namen verraten. Hol sie da raus. Chisney. Ich habe Briefe für Zack. 88 Stück. Okay. Da sind die anderen gelandet. War bloß ein Witz. Ich lass dich doch nicht im Stich. Wir sind Freunde, nicht wahr? Das können die nicht ernst meinen. Keine Chance, zwei Nadeln in einem Heuhaufen wie diesen zu finden. Dein Auftrag ist unlösbar für die Turks, ja. Außerdem hat Zhang angeblich was für ihn. Wen? Das Ziel? Dann spielen wir jetzt also Kurierdienst für Flüchtende? Status, Fehlanzeige. Bei dir? Ebenso. Ich beginne mich zu Punkt 2 referieren. Ihr übernehmt Punkt 120. Roger. Alles klar, dann mal los. Tja.
Da bewegt sich wer von alleine. Zwar nicht gut, aber immerhin. Ich könnte mich da durchmetzeln. Wäre jetzt nicht das größte Problem. Im Herzen und was auch immer passiert, wahre deine Ehre als Soldat. Kommt und holt euch! Oh, ich darf mich hier wirklich durchmetzeln. Nice! Oh, das macht Spaß. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass hier tatsächlich noch irgendwelche Inputs von mir erwartet werden. Ah, okay. Frag mich ja, wie lange ich mich hier durchmetzeln soll. Weil da zu den Raketentürmen etc. komme ich halt definitiv nicht hin. Oh. Wenn es nach mir geht, ne, können wir das irgendwie so weitermachen. So ist nicht. Aber ich meine, ich habe ja schon mal 1000 Leute hier besiegt. So. Soll ich das jetzt nochmal wiederholen? Außerdem scheint ich unbesiegbar zu sein. Ich habe gerade 52.000 Schaden genommen, obwohl ich noch 30.000 HP hatte. Und ich bin nicht gestorben, sondern bin bei einem HP verblieben. Moshi moshi. Moshi moshi. Aerith bleibt im Fokus, ja. Und da kriegen wir einfach eine Schwarzblende. Mitten im Kampf. Hm. Na gut.
Irgendwie hängt unser DBW fest, habe ich das Gefühl. So ein bisschen. Naja. Er ist jetzt uncool. Jetzt wissen wir auch nicht mehr, wer Aerith ist. Ich meine, besser ist. Und jetzt das Stück. In den Klamotten von vor 4 Jahren sahst du besser aus. So. Musste mal gesagt werden. Er lebt noch. Oder die Augen haben sich gerade durch irgendeinen anderen elektrischen Impuls bewegt. Nee, er atmet definitiv. Noch. Du wirst leben. Du wirst mein Leben, das Vermächtnis. Meine Ehre, meine Träume. Gehören jetzt dir. Bin dein lebendes Vermächtnis.
Ich denke mal, das war's dann jetzt vollständig. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt hier nach... Wobei, wir sind immer noch irgendwie in der letzten Szene. Na, gucken wir mal, ne? Ich denke zwar nicht, dass da noch was kommt. Wir sind quasi im Credits-Lied, aber trotzdem. Trage Träume im Herzen. Wenn du ein Held sein willst, dann brauchst du Träume. Danke. Ich werde das nicht vergessen. Gute Nacht. Sag. Dieses Mädchen, sie sagte, der Himmel macht ihr Angst. Aber dort oben muss man so frei sein. Diese Flügel. Ich will sie auch. Es fühlt sich gut an. Okay. Wenn du Aerith siehst, dann grüß sie von mir. Na, das macht ihr nicht. Hey, meinst du, ich bin ein Held geworden? Oh, so ein cooler Song auch gerade. Okay, jetzt sind wir offiziell in den Credits. Und dieses Projekt ist vorbei. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich so lange gewartet habe, damit es zu zocken. Klar, das Problem war halt, ne, gab es vorher nur auf der PS Vita. PS Vita? PSP? PSP. PSP müsste es gewesen sein. Und ich wollte halt nicht nur wegen diesem einen Game mit der PSP kaufen. Das hat sich irgendwie dumm angefühlt. Deswegen bin ich sehr froh, dass es dieses Remake gab. Remaster, wie auch immer. Und ich muss sagen, hat mir gefallen. Ich mag zwar eigentlich eher ein rundenbasiertes Kampfsystem im Vergleich zum Action-Kampfsystem, aber das Kampfsystem war ganz cool. Ich hätte mir ein paar mehr Equipment-Slots gewünscht, aber das wäre dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu OP gewesen. Mit dem Zeug, was man da noch bekommen hat. Von daher, gut, ja, sehe ich ein. Entschuldigung. Ansonsten, ja, ich werde definitiv privat die Missionen noch alle abschließen. Also erstmal raussuchen, wie ich die anderen Missionen alle freigeschaltet kriege.
Und das dann alles noch abschließen. Und, weil, ganz ehrlich, das Spiel hat's verdient. Das Spiel hat's verdient, das wirklich so weit wie möglich durchzuspielen und nicht die Mission da jetzt einfach liegen zu lassen. Von daher mache ich das auf jeden Fall noch. Und, ja, ich hatte sehr viel Spaß dran im Spiel. Ich hatte viel Spaß dran, Aerith mal aus einer etwas anderen Perspektive kennenzulernen. Als etwas jüngerer Charakter. Als Charakter, der auch in irgendeiner Form sogar halbwegs nützlich war durch die Limit Breaks. War nicht immer nützlich, aber ab und zu mal. Von daher, ja, gut, ne? Nimmt man mit und von daher alles schick. Auch die anderen Charakter. Ich meine, Chisney ist ein echt cooler Charakter, von dem ich gerne noch mehr erfahren hätte. So. Reno und Root wieder zu sehen, genauso zu sagen, war halt ganz cool. Ja. Ich hatte definitiv meinen Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt hier noch die Credits zu Ende durchlaufen. Und dann war es das mit diesem Projekt. Ich verabschiede mich schon mal von den Leuten im Stream, weil ich werde mich jetzt muten. Und ja, der Stream ist dann auch nach den Credits vorbei entsprechend. Von daher danke auch an alle im Stream, die dabei waren, nicht nur heute, sondern auch über das gesamte Projekt hinweg. Hat mich immer sehr gefreut. Und bin ich noch einmal Squats schuldig, ne? Ja, bin ich. Die kriegt er jetzt noch. So, die kriegt er jetzt noch so zum Abschied, zum Abschluss. Und ja, danach bleibe ich dann, wie gesagt, auch gemutet. Und wir lassen das Ganze hier einfach noch durchlaufen. Weil ich finde, die Credits gehören zu so einem Projekt immer noch mit dazu. Okay, na dann. Die letzten Final Fantasy 7 Squads für Final Fantasy 7 Crisis Core. Crisis Core Final Fantasy 7. Wie auch immer. Okay, Moment. So, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, und damit sage ich schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und ja, ich werde mal schauen, mit was für einem Projekt wir das hier jetzt ersetzen. Was wir als nächstes angehen. Denn ich bin mir da bislang noch unsicher. Aber ich denke mir da was Schönes aus. Also, bis dahin und Tschüss.
クラウド。それじゃ、クラスファースト。